Verspricht einen Kampf um jeden Ball vor guter Kulisse. Mein Kollege Rolf Töpperbien meldet sich jetzt vom Stadion an der Bremer Brücke. Die 8000 Zuschauer zu Beginn noch recht reserviert. Das sollte sich aber im Verlauf der 90 Minuten gehörig ändern. Ein Zweitligaspiel der Extraklasse, zumindest in der zweiten Halbzeit. Doch beginnen wir vorn. Der VfL Osnabrück in den hellen Trikots von links mit dem Sowjetrussen Bulanov. Paslak, einer der besten Würdiger seit Monaten. Aber die Osnabrücker kontrollierten den Ball. Heskamp, Klaus und ein erster Schuss von Andreas Golombek. Erste Minute. Osnabrücks Trainer Uli Sude und sein Gegenüber Friedhelm Funkel von Bayer Uerdingen. Die Uerdinger hatten Schmielewski als Sonderbewacher für Wollitz abgestellt. Foul an Bittengel. Freistoß durch Schiedsrichter Michael Malbrank aus Hamburg. Das Foul hatte Heskamp begangen. Der Schuss von Richard Walz. 11. Minute. Walz war ja genauso wie Krümpelmann, der heute vorerst auf der Bank saß, aus Düsseldorf gekommen. Ich habe einen völlig falschen Ton, liebe Zuschauer. Ich hoffe, dass Sie den richtigen Stadionton haben. Mein Ton erinnert mich nicht an dieses Spiel, das ich heute Nachmittag gesehen habe. Der VfL Osnabrück, die kampfbetontere Mannschaft. Und die Uerdinger gingen hart zur Sache. Foul von Peschke Nummer 5 an Marquardt. Eine von 6 gelben Karten in diesem Spiel. Wiederholung. Weit außerhalb der Gefahrenzone. Wie kann man da nur so rüde einsteigen? Marquardt, der immer wieder über die rechte Seite kam. Lelek, der Libero. Bulanov, ein Aktivposten. Und achten Sie auf Wollitz. Schuss, Aufsetzer, Tor. 1:0, 32. Minute. Klaus-Dieter Wollitz, sicherlich ein Fehler von Bernd Dreher, dem ansonsten so zuverlässigen Uerdinger Schlussmann. Wiederholung, Vorarbeit von Bulanov. Und dann Klaus-Dieter Wollitz. Er schlenzt den Ball geschickt an Schmielewski vorbei. Dann rutscht er unter dem Körper von Dreher hindurch. Die verdiente Führung für den VfL Osnabrück, der unbedingt noch unter die ersten 6, das heißt in die Aufstiegsrunde, kommen möchte. Auf der anderen Seite Freistoß Uerdingen, Sassen, Kopfball Stefan Paslak und der überraschende Ausgleich in der 38. Minute. Paslak, ein Mann, um den sich viele Bundesliga-Vereine bemühen werden, falls Uerdingen den Aufstieg ins Oberhaus nicht schaffen wird. Das weiß auch Manager Magath. Die Wiederholung, keine Abwehrchance für Torwart Brunn. 1:1 durch den 21-jährigen Paslak. Dies auch der Pausenstand. Die erste Halbzeit war recht ordentlich. Felix Magath dennoch etwas verschnupft. Aber die zweite Halbzeit, die zweiten 45 Minuten, liebe Zuschauer, die hatten es dann in sich. Es begann in der 48. Minute mit diesem Freistoß für die Uerdinger durch Sassen. Adler. Er war ja von Blau-Weiß 90 Berlin gekommen. Der erfolgreichste Torjäger der letzten Saison hinter Tönjes. Noch einmal der Kopfball von Thomas Adler. Uli Sude, der Osnabrücker Trainer, hatte seiner Mannschaft in der Pause gesagt, löst eure Handbremse, mir ist es egal, wie jeder spielt. Entscheidend ist, dass jetzt alle den Kampf bevorzugen. Aber das Spiel blieb hart. Heiko Lessig bekam hier auch eine gelbe Karte nach diesem Foul an Vogt. Fred Klaus. Das Übergewicht der Niedersachsen nahm zu. Fred Klaus, der erfolgreichste Torschütze des VfL, mit bislang 10 Treffern. Noch einmal, hier schlenzt er den Ball gleich. Schauen Sie hier, sehr geschickt, aber auch knapp über das Tor. Walz. Das Aufbauspiel der Uerdinger wirkte etwas behäbig. Man hatte schon Mitte der zweiten Halbzeit den Eindruck, dass die Gäste mit dem Punkt zufrieden sein würden. Aber nicht der VfL. Wollitz. Fred Klaus. Dann wechselte Uli Sude aus. Er brachte für Golombek Ralf Balzis, den Präsident Piepenbrock kurz nach Saisonbeginn von Casino Salzburg geholt hatte. Und das sollte eine spielentscheidende Auswechslung sein. Lelek auf die Latte des Uerdinger Tores. Wiederholung.
Uerdingen die beste Auswärtsmannschaft der zweiten Liga. Mit einem völlig neuen Outfit. Nur 5 Spieler aus der letzten Bundesliga-Saison waren übergeblieben. Ecke Wollitz und der erste Kopfball von Balzis. Eine Variante, die sich wiederholen sollte. Wieder Ecke Wollitz. Jetzt ist es Lelek. Libero Lelek, einer der Besten. Dann Freistoß Bulanov. Fast nur noch Spiel auf ein Tor. Balzis. Bulanov und Schmielewski rettet auf der Linie. 66. Minute. Der VfL Osnabrück, Sie sehen diese Möglichkeit noch einmal in Zeitlupe. Ohne die verletzten Becker und Gellrich. 5:1 Punkte aus den letzten 3 Spielen hatte die Mannschaft. Und plötzlich war sie wieder in die Nähe der ersten 6 gekommen. Damit hatten viele nicht mehr gerechnet. Und die Mannschaft steigerte sich nicht nur kämpferisch, sondern auch spielerisch. Wollitz, Klaus. Wollitz, Torwart Dreher. Noch einmal Fred Klaus. Und dann Igor Bulanov. Noch 20 Minuten. Und schon zu diesem Zeitpunkt musste man sagen, dass 1:1 aus Sicht der Uerdinger glücklich. 2 weitere Wechsel kamen. Karp für Heskamp bei Osnabrück. Krümpelmann für Bittengel bei Uerdingen. Hohes Tempo, klasse Spiel vom VfL. Fred Klaus, Libero, Lelek und Dreher. Hier sehen Sie Lelek, den Kapitän und Libero in der Mitte. Und dann wieder die Ecke von Wollitz und der Kopfball von Balzis. Bernd Dreher jetzt hervorragend. Die Zeitlupe wird es unterstreichen. Dreher hatte spätestens zu diesem Zeitpunkt seinen Fehler vom 0:1 wieder wettgemacht. Aber dass die Innenverteidigung der Uerdinger kein Rezept gegen die Variante Ecke Wollitz, Kopfball Balzis fand, das musste einem schon zu denken geben. Die Zuschauer jetzt hellauf begeistert, tolle Stimmung an der Bremer Brücke. Noch 8 Minuten. Nur Funkel hatte eine bedenkliche Miene. Fred Klaus. Bulanov, der überall zu finden war. Riesenlaufpensum. Setzt sich durch gegen Schmielewski. Flanke, Müller-Gesser und Tor durch Balzis. Ralf Balzis mit dem Kopf zum 2:1 der hochverdienten Führung für den VfL Osnabrück in der 82. Minute. Die Vorarbeit leistete der 22-jährige Medizinstudent Ralf Müller-Gesser. Das Tor machte der eingewechselte Ralf Balzis. Uerdingen öffnete jetzt. Jübner kam für den Wolletzbewacher Schmielewski. Und dadurch konnte Osnabrück auf eigenem Platz kontern. Lelek, Wollitz, Schmielewski war ja ausgewechselt. Und Wollitz mit dem Tor zum entscheidenden 3:1 in der 86. Minute. Ein Jubel an der Bremer Brücke, als hätte der VfL Osnabrück den Aufstieg in die Bundesliga geschafft. Davon ist die Mannschaft natürlich noch ganz, ganz weit entfernt. Aber sie bewahrte ihre Chance, doch noch unter die ersten 6 zu kommen. Bei 05 Uerdingen bleibt Tabellenführer, kann den nächsten Wochen relativ gelassen entgegensehen. Aber für den VfL Osnabrück eröffnen sich jetzt wieder alle Möglichkeiten, doch in die Aufstiegsrunde der Gruppe Nord zu kommen. Die Zuschauer jedenfalls aus dem Häuschen. Osnabrück schlägt Uerdingen in einem klasse Spiel der zweiten Halbzeit mit 3:1. Es hat viel Spaß gemacht heute an der Bremer Brücke. Wir schauen uns die Tabelle noch mal genau an. Uerdingen bleibt also trotz der Niederlage an der Tabellenspitze vor Meppen. St. Pauli auf Rang 3, Punkte gleich mit Hannover. Es folgen Hertha BSC Berlin und Oldenburg. Osnabrück durch den Sieg über Uerdingen 2 Plätze hochgerutscht. Jetzt Punkte gleich mit Blau-Weiß 90 Berlin, das mit Remscheid den Platz getauscht hat am Tabellenende.